Für die Bewohner von Wien ist es nichts mehr Ungewöhnliches, auf den Straßen Menschen in Uniformen der Zeitepoche von Franz Josef zu sehen. Hier trifft man nicht nur die tapferen Husaren, Kaiserjäger und Vertreter einiger Regimente der ehemaligen österreich-ungarischen Armee, sondern auch den habsburgischen Kaiser selbst. Wir treten oft auf, also meine Gattin aus Elisabeth und ich aus Kaiser. Und dadurch, also wir sind schon eigentlich bekannt in dem Sinn, ja. Wir sind laufend unterwegs als Kaiserpaar. Die Aufbewahrung des Ambientes der kaiserlichen Epoche ist die Lebenssache des Ehepaares Jahres geworden. Die Frau Evelina betreibt mit ihrem Mann das von ihrer Familie gegründete Franz-Josef-Museum im Groß-Sieghardt in Weinviertel. Für die Gründung dieses Museums hatten sie eine persönliche Motivation. Mein Mann hat eine Vorliebe zum Kaiser Franz Josef aus dem Grund, weil sein Großvater ihn sehr an ihn erinnert hat. Und da begann er auch zu sammeln. Also wir haben im Museum über 5000 Exponate nur über den Kaiser Franz Josef. Und je älter mein Mann wird, desto ähnlicher ist er ihm. Wir sind keine Liebhaber von der modernen Zeit. Wir haben schon ein gewisses Alter und wollen Ruhe haben. Und die Kaiserzeit war für uns ein Ruhepol. Menschen, die die Tradition jener Zeit bewahren wollen, gründen entsprechende Gewerkschaften. Wir haben einen historischen Verein, und zwar die historische Gruppe Wienings. Wir pflegen die Tradition, haben 200 Mitgliedern und treten oft bei historischen Festen auch mit den Habsburgern auf. Das schätzen wir sehr. Es macht halt viel Arbeit, aber wir haben damit eine große Freude. Die Aktivitäten solcher Vereine sind ein wichtiges Merkmal des heutigen Österreichs, in dem die wahren Nachfahren der Familie Habsburg ihre eigene, Gesellschaft wichtige und absolut ernstzunehmende Rolle spielen, um das Wohlwollen für das Verständnis und die Harmonie zwischen den Völkern zu vereinen. Die von Hertha Margarete und Schando Habsburg-Lothringen gegründete Wohltätigkeitsorganisation Die Flamme des Friedens ist in über 150 Ländern vertreten. Einmal im Jahr lädt das Ehepaar Habsburg Gleichgesinnte und Mitarbeiter zu einem Empfang des Jahres nach Wien ein. Einer Wohltätigkeitsveranstaltung, deren Erlös den Bedürftigen und der Umsetzung der nächsten Projekte zugutekommt. Viele der anwesenden Menschen sind aristokratischer Herkunft. Dass ich adelig bin oder nicht adelig bin, das ist für mich eigentlich sekundär. Ich finde, wir sollten alle miteinander arbeiten. Es ist eigentlich gleich, wie man heißt. Nur durch die Herkunft und den Status habe ich Möglichkeiten, Änderungen herbeizuführen. Für die Menschen selbst. Was einem Menschen, der nicht diesen geschichtlichen Hintergrund hat, schwerer fällt. Diesmal ist der amtierende Monarch ihre Durchlauch Fürst Albert II. Von Monaco zum Empfang des Jahres in Wien eingetroffen. Der Besuch des angesehenen Gastes ist ein Zeichen des Respekts an die Gastgeber des Empfanges und der Anerkennung der Bedeutung der Aktivitäten ihrer internationalen Organisation. Egyesített szellemeddel, mit zorder költ szak, testvér lészen minden ember, ott hazánknek szárnyait. Szilápácsi, ő lesz.
Wir sind heute hier zusammengekommen, um gemeinsam zu feiern. Solche Feierlichkeiten wie diese sind ein wesentlicher Beitrag, um die Freundschaften zu pflegen, zu fördern, zu tragen bei zur Förderung für Freiheit und für Frieden. Es sind heute über 55 Nationen gekommen, viele Sprachen, viele Kulturen. Wir sehen heute die verschiedensten Darbietungen an Musik und Kunst von vielen Ländern dieser Erde. Musik ist eine Sprache ohne Grenzen. Es verbindet, schlägt Brücken zwischen den Grenzen, ist eine universelle Sprache und ein wichtiger Friedensbotschafter. Danke an alle verantwortlichen Ländervertreter, die sich einsetzen für ihr Land, für Kultur, Werte, Tradition, Natur, Umwelt und Geschichte. Jeder, der seine Geschichte kennt, kann einen wesentlichen Beitrag leisten zur Förderung des Friedens. Unsere Mission ist, die Zusammenarbeit zu verbinden, Achtung und Respekt für eine gemeinsame Zukunft in Frieden, Freundschaft und Freiheit. The relationships between the two houses of Habsburg and Grimaldi were very important during the last, 600, 700 years. And it was not just by chance that also Austria could contribute a little bit for Monaco. Here in this place, a little bit more than 200 years ago, exactly in 1815, the Vienna Congress decided that Monaco should also be in the future an independent state and even provided Sardinia as a protective force in order to grant this independence after the Napoleonic Wars. And insofar you can imagine that there are so many relations. The relations that connect us today certainly is the common challenges, the challenge for peace, the challenge for sustainability. We are confronted that peace is not granted. And this means that this is a task we all have together. This is not just a challenge, it's more than a challenge.
a challenge where we have to create awareness. Not only the people who can decide it in politics, but also the people on the street. And at the same time, we find and are confronted with the challenge of climate change and other big changes all over the world. In der gegenwärtigen Welt gibt es so viele Herausforderungen, deren Lösung nur durch gemeinsamen Einsatz der Bemühungen möglich ist. In unseren Köpfen, in unseren Herzen entscheiden sich, ob wir Boten des Friedens werden oder nicht. Weit davon entfernt, entmutigt zu sein, um ihre Arme in Ohnmacht zu verschränken und zu beobachten, was die Welt treibt. Wie erreiche ich Frieden? Lassen Sie zuerst Ihr Herz von diesem Gefühl des Friedens erobern. Ohne diese Frieden des Herzens werden wir niemals in der Lage sein werden, Harmonie um uns herum und mehr noch in der Welt zu bringen. Hier ist die Welt von morgen. Die Welt, die wir bauen sollen, hat heute begonnen. Seien wir die Mitarbeiter. Der Jahresempfang der Familie Habsburg-Lothringen ist eine Plattform, wo man neue Kontakte knüpfen kann, die als Grundlage der weiteren Freundschaft und Zusammenarbeit dienen können. Es ist immer eine schöne Atmosphäre, ja. Friedliche Atmosphäre, die Menschen sind freundlich. Das ist eigentlich, mehr braucht man nicht. Man sieht, dass diese Entwicklung von der Organisation Flame of Peace des Hauses Habsburg und auch zusammen mit Dr. Hong, Love and Peace, weitere Organisationen heute auch anwesend waren. So dass ich glaube, dass es eine wirkliche Vervielfältigung werden kann. Es ist ziemlich wichtig, sozusagen ständig und unaufhörlich über Frieden zu sprechen. Ja? Weil wir haben ja tagesaktuell haben wir diese Thematik, überall auf der ganzen Welt sind Schwierigkeiten. Man kann also nicht genug über Frieden sprechen. We sincerely hope that every one of us will facilitate culture of peace with love and conscience. In our different capacity, let's continue to work together to enhance global sustainability and the well-being of future generations. In allen Reden und Darbietungen des Jahresempfanges ging es um den Frieden, um die Notwendigkeit der Achtung der Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen. Many people from the different countries, and we also raise the foreign and make everyone to come here and share their peaceful wish to everyone. We think the Chinese Kung Fu is not to the fight. We want to the martial arts in Chinese means stop the war. So we want to use this culture and this kind of things to make world war peace and stop the war.
It's very honor and very happy to see so many people are doing the same thing for love and peace for the world. And just like the song, we just sang, the angel in your heart. Das Ehepaar Habsburg-Lothringen schenkte dem Fürsten von Monaco ein Friedenssymbol, um ihn daran zu erinnern, dass die für das Schicksal anderer Verantwortlichen ihr Möglichstes tun sollten, um die wahren Werte zu wahren und Frieden und Verständigung zwischen den Völkern zu fördern. I would like to thank you wholeheartedly for the honor that you are conferring upon me this evening through this ceremony and this distinction. The flame for peace, I'm deeply touched by this symbol, especially in this city, the city of international dialogue, the city of that hosts so many international organizations, but mostly a city that's recognized as the fourth city of the United Nations. But this city of this beautiful city of Vienna, a city of culture, of tradition, but also of innovation, and also that is very forward-thinking. This symbol is rather a poignant one. Also, this flame enlightens and will enlighten even further my daily commitment to the environment. This commitment has always been guided by a fundamental requirement, never to separate the future of humanity and the future of our planet. And yet the temptation to set them apart is never far away. Unfortunately, through bad faith, through turning a blind eye, and to the pursuit of short-term self-interests that can hide under the disguise of egoism. Egoism which makes us choose immediate gratification and leads us to pay no heed to future generations whose future depends wholeheartedly on the planet that we will leave them. We must come to the realization that we are all united, that we are all neighbors on this amazing planet. And we must therefore learn to live, learn to act, learn to work together in tolerance and harmony so that we will be able to leave our children and the generations that will follow after that a more sustainable, healthier, and peaceful planet. Thank you very much. Vielen Dank. Have a wonderful evening. Durch den Friedensflamme klang.
Nicht nur der Fürst von Monaco empfing eine Auszeichnung. Nach der feierlichen Messe wurden die Ehrenzeichen der internationalen Organisation Die Flamme des Friedens durch die Nachkommen der königlichen Dynastie an die Vertreter unterschiedlicher Länder verliehen, was eine weitere nachhaltige Tradition des Habsburger Hauses fortsetzte. Es wurde ja auch ein Ordensbuch geschrieben und man konnte verfolgen, wer die Auszeichnungen bekommen hat. Weil es war ja nicht nur so, dass die Auszeichnungen vergeben worden sind und er hat sie dann behalten dürfen. Die waren ja früher auch echt Gold. Und somit hat er die Auszeichnung oder zumindest die Angehörigen zurückgeben müssen. Und der Nächste hat dann die Auszeichnung wieder bekommen und war stolz, welcher vor ihm diese Auszeichnung gehabt hat. Und das ist eine Tradition und wir haben das auch aufgegriffen in unserem Verband. Wir haben vor 2 Jahren haben wir den Elisabeth-Orden wieder gegründet und vor 3 Jahren haben wir den Franz-Josefs-Orden wieder gegründet. Eine Elisabeth-Medaille, das ist ein Damenorden, aber damit unsere Herren nicht traurig sind, wenn die Damen eine Auszeichnung bekommen, haben wir damals schon eine Medaille kreiert, dass auch die Herren eine Auszeichnung bekommen können im Elisabeth-Orden. Die transkarpatische Delegation setzte die Preisverleihung fort. Frau Gerta Margarete Habsburg-Lothringen wurde für ihren wichtigen Beitrag zur Entwicklung der ukrainisch-österreichischen Beziehungen und zur erfolgreichen Zusammenarbeit im humanitären Bereich mit der Ehrenauszeichnung der transkarpatischen Staatsverwaltung und des Regionalrates geehrt. Trocknet der Wind, die Kinderträume sind verweht. Die Stillen schreien nach Erlösung, hört nur der heiße Wüstensand. Die Zeit heilt diese Wunden nicht, doch selbst im Schatten dieser Welt fliegt eine kleine Friedenstaube und gibt die Hoffnung niemals auf. Die Lösung der globalen Probleme beginnt mit dem Einsatz jedes Einzelnen. Darüber wissen sogar die kleinsten Teilnehmer des Jahresempfanges Bescheid. Recycling and helping the world, sustainable, not recycling stuff and not throwing stuff everywhere in the ocean and not polluting the earth. Der Empfang des Jahres der Familie Habsburg-Lothringen und der Organisation Die Flamme des Friedens ist nicht nur eine feierliche, erlesene Veranstaltung, sondern eine Gelegenheit, Vertreter anderer Länder zu treffen, mit Gleichgesinnten zu sprechen, gemeinsame Projekte zu diskutieren und ihre Region vorzustellen. Und ich finde es wundervoll, hier in der Hofburg unserer Freistaat Thüringen hier präsentieren zu dürfen. Sich an die Vergangenheit zu erinnern, Traditionen zu bewahren, die Kultur und die Überzeugungen anderer zu respektieren, sich zu entwickeln und den Bedürftigen zu helfen. Die Prinzipien der Organisation Die Flamme des Friedens sind vielen Menschen nahe. Wir nennen uns ÖKB Stadtverband Hollerbronn. Wir haben zurzeit ganz genau 400 Mitglieder und heuer einen Zuwachs mit 19 neuen Mitgliedern bekommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, wir haben Sektionen, die manchen gefallen. Zum Beispiel die Sektion Mode in der Kaiserzeit oder Infanterieregiment Nummer 99, das stationiert war in Znojmo, in Znaim. Und noch 2 andere, das ist Schießen und noch eine Husarenregiment, das ist auch neu dazugekommen. Und das dürfte bei manchen auf Interesse stoßen, deswegen der Zulauf. Wir sind vom Verband der Tiroler Kaiserjäger und halten die Tradition aufrecht. Wir sind kaisertreu noch und fahren in die ehemaligen Länder der Monarchie und kommen auch
nach Uschgorod in die Ukraine und mache jedes Jahr einen schönen Besuch. Wir fahren auch zu den Friedhöfen, legen einen Kranz nieder und gedenken der Toten, wo im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Wir besuchen auch den Friedhof Hujice, das liegt bei Rabaruska. Und da liegen 6.400 Tiroler Kaiserjäger. Und zum Teil die meisten aus unserer Region. Die Ukraine interessiert mich auch persönlich. Ich habe gewusst, dass da Verwandte liegen, wo im Krieg gefallen sind. Und durch das bin ich hauptsächlich zu diesem Traditionsverband Tiroler Kaiserjäger gekommen, um an den ehemaligen Kriegsstätten bei den Gedenkfeiern teilzunehmen. Wir bekennen uns ganz klar zum Haus Österreich, zur Familie Habsburg, bringen da unsere Überzeugung mit hinein. Meines Erachtens ist es sehr wichtig, das hochzuhalten. Im Endeffekt, bis vor 100 Jahren wurde Europa durch Adelshäuser geprägt und man kann es jetzt noch praktisch genießen. Die schönen Städte, die tollen Räumlichkeiten, die wir haben, das wurde alles von adeligen Familien geschaffen. Meines Erachtens ist es sehr möglich, mit diesen Kräften etwas zu ändern, denn nur so findet Veränderung statt. Menschen kommen zusammen, Menschen wollen gemeinsam etwas bewegen und so wie es sehr viele andere Bewegungen gibt, die sowas schaffen, sehe ich auch ein ganz, ganz großes Potenzial in der Flamme des Friedens. Auf der ganzen Welt grenzübergreifend eine positive Entwicklung für alle Menschen hinzubekommen.